Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Teil vom Supermarkt Simulator. So, gucken wir mal, ob wir heute das schaffen, das Lager auszubauen. So, erstmal Rechnung zahlen. Und dann gucken wir mal, was wir hier bestellen müssen. So, Kartoffeln und Hähnchen. Kartoffeln. Hähnchen. So, Klopapier und Pommes, Bleiche. Klopapier, Bleiche, Pommes. So, dann haben wir hier Nudeln und rotes Mehl. Rotes Mehl und Nudeln. Und hier Turko und Milch. Milch und Turko. Ja. Und dann noch hier Susu. Das neue Susu. Upsa, erschlag mich nicht. Nee, so nicht. Da rein. Kartoffeln. Dann haben wir Hähnchen. Hähnchen, Hähnchen, kommt dahin. So, das Klopapier. Pommes. Jetzt hat er mir aber die Sicht versperrt. So, Mehl, Tokokuna und Nudels. Da oben. Dann Milch. Milch, 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 hier. Und Susu. Susu, Susu, Susu. Wir sind noch am Räumen, fleißig. Dann gehen wir mal erstmal hier hin. Die beiden Kaffeesorten. Kaffee. Dann Öl, Käse, Öl und der neue Käse. Noch nicht fertig, okay. Süßigkeiten. Jetzt hänge ich hier irgendwo fest. Süßigkeiten. So, jetzt seid ihr fertig? Jawohl. So, dann haben wir noch mal Kartoffeln und Klopapier. Klopapier und Kartoffeln. Da ist Snickers. Da ist Snickers. Wie viel konnte ich denn überhaupt noch? Drei. Spaghetti und Macaroni. Macaroni, Spaghetti und hier die Bienchen. Die Bienchen, so. Also das Lager kostet 1881. Kartoffeln. Macaroni, Macaroni.
Da oben. Ja, wenn das Lager dann ausgebaut ist, dann werde ich das auch noch mal umräumen. Bienchen, so. Dann haben wir Öl. Da unten. Süßigkeiten. Kaffee rot. Kaffee rot. Und Kaffee schwarz. Jawohl. Und Käse. So. Dann hatten wir noch Shampoo. Fehlt noch. Shampoo, Shampoo, Shampoo. Jawohl. Hier ist alles voll. Chokipik und Crispy. Das Chokipik Crispy. Jawohl. Du gehst. Okay, dann ist er auch fertig, ne? Dann müsste ich jetzt nochmal Kartoffeln und Klopapier. Bam, bam, bam. Klopapier, Kartoffeln. Da ist alles voll. Das habe ich bestellt. So, nochmal Macaroni. Haben die so viel gekauft? Das ist Basmati-Reis. Macaroni. Parmesan und Mozzarella. Parmesan, Mozzarella. So, Salz und kleine Eier. Mein Gott, das war wirklich alle hier. Kleine Eier und Salz. Mann, Mann, Mann. Schokipick. Komm mal her. Salz. Nochmal Klopapier. Und sie schrien nach Klopapier. Kartoffeln. Crispy. Ja. Nochmal Macaroni. Und Shampoo. Shampoo war hier irgendwo. Da. Mein Gott, so viele Regale habe ich doch noch gar nicht. Wo kommt denn das alles her? Mozzarella. Parmesan. Und kleine Eier, ja. Kleine Eier. So. Dann haben wir hier unten Reis und Achtereier. Reis und Achtereier. Hier ist jetzt der schwarze Kaffee auch alle. Oder? Ich muss jetzt erstmal warten, bis sie fertig sind. Aber ich glaube, der schwarze Kaffee ist auch alle. Oh, warum das immer passiert? Ich bin aus dem Bildschirm raus und laufe. Verstehe es nicht. So, die stellen sich da hin. Das habe ich bestellt. Die kleinen Eier auch alle? Okay. Habe ich die jetzt im... Nee. Dann war da wohl Ausverkauf.
So, das waren die letzten vier Sachen. Kaffee. Nummer 8er Eier. 8er, ja. Und nochmal Reis. So. Okay, dann sind die wohl fertig. Dann hier ist alles voll. Okay. Dann machen wir auf. Und ich kann immer noch keine weitere Kasse hier hinstellen. Das wird einfach zu eng. Ich müsste aber kassieren. Das hatten wir gesagt, haben wir schon gemacht. Für die nächsten Lizenzen. Ja, und dann muss ich ausbauen. Okay, warten wir erstmal, bis wir 1881 haben heute. Und ist der schon am Räumen? Ist denn der zweite geblieben? Da. Und dann bauen wir weiter aus, ne? Dann bauen wir weiter aus. Ich könnte... Naja, ich könnte hier noch solche Truhen hinstellen. 3, 4, 5, 6, 7. Aber das reicht nicht. Für den Ausbau dann... Das kriegen wir noch hin. Aber ich... Kaffeesticks, Pizza, Eis und ich, aber das zweite, oder ich habe gedacht, ich stelle es hier hin, ne? Bevor wir dann den Ausbau machen. 1600 haben wir. Und wie gesagt, ich muss auch kassieren. Ich wollte den jetzt nicht entlassen, den Kassierer. Weil das ist mir dann einfach zu schade, wenn ich dann nochmal die Einstellungskosten zahlen muss. Also ich nehme an, dass ich nochmal muss, ne? So, und loskommen. So, noch rund 80. Bam, bam. Na komm. Da muss ich auch eine Lampe kaufen, ne? Fällt mir gerade ein. Also warte ich jetzt noch mal, dass ich mir die Lampe leisten kann. Mit 40. So. Also, Lager ausbauen. Und dann brauchen wir noch mal eine Lampe. Kaufen. So. Nee, lass mal da stehen. Lampe. Okay. So, jetzt räume ich die Regale aber nicht um. Während die da am Machen sind, sonst bringe ich die noch durcheinander. Okay. Auf zum nächsten, ne? Dann warten wir mal. Und für das nächste wird gespart. Wie gesagt, bin halt im Überlegen, was kostet die nächste Lizenz? 2000, was war das?
Ja, 2000 und dann muss ich das alles kaufen können. Und das Sushi ist schweineteuer und die Steaks auch. Die Koteletts und die Steaks, da kostet eine Packung 300 und. Da muss ich also schon ein bisschen was im Petto haben. Aber dann gibt es natürlich auch mehr Asche, ne? Bam, 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 bam. So. Wir sind Level 25. Ja, okay. Machen wir mal ganz langsam Licht an. Ist ja gleich wieder duster, ne? So. Okay. So, die sind fleißig. Ich würde gerne noch einen dritten Lagerwissen einstellen. Dann geht's noch flotter. Und dann bin ich auch mal gespannt, wann er. Das sah eben aus wie eine Frau mit Kind, weil die andere Frau so extrem klein ist. Im Gegen da guck mal hier, die, wie klein die ist, im Gegensatz zu der, die hier, da. Guck sie das an, die ist ein Kopf kleiner als die. Ehrlich, so. Fleißig am Einräumen. Das ist aber wirklich eine Riesin im Gegensatz zu den anderen. Naja, hat wahrscheinlich die höchsten High Heels an. So, 1300. Bam, bam. Die sind fleißig. Aber das ist gut. Achso, dann mal gucken, wie viele Regale brauche ich denn dann fürs Lager? Noch vier. Das sind auch noch mal 800 Öcken, dass ich den nächsten Lagerarbeiter einstellen kann. Und das Lager kann dann noch zweimal ausgebaut werden. Jawohl. Aber es ist gut besucht, ne? Okay. Na, wenn wir im Namen über 2000 kommen, wir sicherlich. Das wäre nicht schlecht. Und wenn ich die beiden, das sind zwei Ausbauten machen kann, kann ich vielleicht auch noch eine Kasse hinstellen, dass ich dann mal kassieren kann. Das wird ansonsten hier ein bisschen eng. Ach ja, da brauche ich ja auch Geld für 500 für die Kasse. Ja. So, ist hier noch einer am Einkaufen? Nee, ne? Gut. So, mal schon zumachen. So, wie lange braucht ihr noch hier? Und ein paar Kartons sind es noch, ne? So, letzter Kunde. Tee ist teuer. Okay, 47. 2,1 haben wir. Rechnung bezahlen morgen. So, jetzt muss ich noch auf die Lagerleutchen warten.
bis die fertig sind und dann können wir den Tag wieder beenden. Ich frage mich, warum sie manchmal draußen lang gehen und manchmal drin. So, wenn die fertig sind, stelle ich dann gleich noch mal um. Jawohl. Yummy. Okay. Und noch nicht fertig, okay. Maßbereit. Ich habe nämlich den Eindruck, der Weg draußen. Naja, okay. Je nachdem, ne? Kommt mir länger vor, aber okay. Je nachdem, wo man auffüllen muss. Boah, ist das alles schon wieder alle? Und wir werden mal sehen, ob irgendwem überhaupt Produkte gefehlt haben. Hier das Mehl. Oh, der Puderzucker hier. Milch, also die Milch ist ja nichts Neues, ne? Ist ja öfter mal alle. Und der Kaffee, der war auch gut leer. Achso, du füllst da auf Pizza. Ich kann das auch immer schlecht einschätzen. Also wie gesagt, ich stelle, glaube ich, erstmal den dritten ein, dass sie schneller einräumen abends. Dann ist das abends auch noch schneller fertig. Deswegen, also das heißt, ich muss erst noch mal vier Regale kaufen. Am Tag scheint das ja zu gehen, aber abends dauert es dann so lange, ne? Am besten sind ja denn vier. Die sind dann zeitnah irgendwie fertig, zumindest ab einer bis zu einer bestimmten Ladengröße. Wenn der dann. Ah ja, ihr seid fertig. Okay. Er noch? Du Müll? Nee, du räumst weg, der Joghurt. Okay, so. Dann stellen wir das mal um. Und wie gesagt, vier Regale brauche ich noch. So. Und die gehen hier aber auch noch rein, die vier. Ohne Probleme. Okay. So, dann machen wir mal Tagesende. Okay. Nächsten Tag starten. Handseife. Nur Handseife. Bekommt einen neuen Preis. Alles klar. Siehst du? Okay, ihr Lieben. Dann beende ich den Teil hier für heute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.